Ja, ich war da nicht im Kader dabei, war aber im Stadion vor Ort und habe es natürlich mitgenommen. Das ist natürlich unglaublich schade, ist halt unnötig noch dazu und gibt halt auch kein gutes Bild in der Öffentlichkeit ab. Und wenn man halt auch da teilweise von uns auch dieses Kampf und die Einheit fordert auf dem Platz, sollte man halt auch da eine Einheit bilden und nicht hier eine Fangruppierung haben, hier eine Fangruppierung, die teilweise auch ein bisschen gegeneinander agieren, und sondern ein Gesamtbild des Vereins, wir sitzen alle im gleichen Boot und da müssen wir alle den Beitrag leisten. Sie sprechen die Spaltung der Fans so, sozusagen an. Glauben Sie, dass das ein Problem gibt in der Zukunft? Nee, es ist halt einfach so, dass man das hier und da wieder mitkriegt. Und ich weiß nicht, ob das die Ursache ist von solchen Ausschreitungen oder sonst was. Da mache ich mir zu viel an, das einzuschätzen. Ich sage nur, das muss man in den Griff kriegen. Da sollte man sich einfach an den Tisch setzen und keine Kluft zwischen den Fans oder Mannschaft oder innerhalb der Fangruppierung zulassen, sondern einfach das sagen, hey, wir wollen alle das Gleiche und sind wir alle an einem Strang. Wie stehen Sie grundsätzlich zu Pyrotechnik im Stadion? Ja, in dem Quad, ich meine, das ist ja, weiß ja jeder, was da passieren kann. Und deshalb ist es verboten, das hat einen guten Grund. Und deshalb soll man es auch nicht machen.